Das zweite literarische Quartett der neuen Serie, das zweite in diesem Jahr, ist Thomas Mann gewidmet. Das erste war Schiller, 200 Jahre nach seinem Tod. Jetzt Thomas Mann, 50 Jahre nach seinem Tod. Wir sind in einem Ort, in dem Thomas Mann oft und gern war, in Travemünde, jetzt ein Vorort von Lübeck. Wir werden heute nicht über die Romane von Thomas Mann sprechen, nicht weil wir sie nicht schätzten, das nun nicht, sondern über vier Erzählungen, jeder über eine. Wir sprechen über drei Erzählungen aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, Tristan, Tonio Kröger und Tod in Venedig und eine aus den späten 20er Jahren, Mario und der Zauberer. Am Quartett nehmen teil Iris Radisch von der Wochenzeitung Die Zeit, Helmut Karasek von der Tageszeitung Die Welt, Marcel Reich-Ranitzky von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Robert Gernhardt, nicht von einer Zeitung, sondern ein Lyriker, ein Dichter und ein Zeichner obendrein. Ein vielseitiger Mann und ein Mann vor allem mit sehr, sehr viel Humor und einer Schwäche für Komik, für Satire. Er hat ein neues Buch gerade auf den Markt gebracht vor einigen Wochen, das Randfigurenkabinett des Dr. Thomas Mann. Aber ein Thomas Mann-Kenner war er schon vorher, seit vielen Jahren. So, jetzt geht's los. Reden wir über Tristan. Thomas Mann selber hat gar nicht unbedingt von einer Novelle, sondern von einer Burleske gesprochen. Es ist die erste Erzählung, die er nach den Buddenbrooks geschrieben hat. 25 Jahre war er alt. 1901 hat er sie geschrieben und sie gab dann seiner ersten Novellensammlung auch den Titel, die dann 1903 rauskam, wo dann eben auch Tonio Kröger drin war. Mir gefällt der Tristan sehr gut, weil es wirklich das hat, was man über Thomas Mann immer sagt, nämlich Ironie. Man sagt, der ironische Schriftsteller schlechthin. Ich kann das oft nicht ganz nachvollziehen, aber hier finde ich wirklich, ist Ironie. Es ist eigentlich ein Thomas Mann in der Nussschale. Es sind alle Motive, die auch in den großen Romanen später, die in den Novellen wieder vorkommen, sie sind alle schon drin. Es gibt ein Sanatorium sozusagen als Puppenhaus, ein kleines Sanatorium. Es gibt eine Art Buddenbrökin, muss man sagen. Hier heißt sie Frau Klöterjahn, hat diesen lustigen Namen. Das ist eine Vertreterin des absterbenden hanseatischen Kulturbürgertums, also auch eine ganz typische Thomas Mann-Figur. Sie hat einen Gatten, der auch sehr typisch ist. Er repräsentiert nämlich das neureiche, das aufstrebende hanseatische Bürgertum, selbstverständlich Herr Klöterjahn. Und dann gibt es noch eine sehr typische Figur, das ist der Künstler. Hier ist er nicht ganz so tragisch wie in den Novellen, die wir später noch besprechen werden. Hier ist er eine wirklich sehr komische Figur, Herr Spinell, der in dem Sanatorium kurt und der eben ganz von der reinen Kunst, von der Kunst des Elfenbeinturms besessen ist und der Frau Klöterjahn sozusagen zu seiner Isolde stilisiert und sie, die eigentlich überhaupt der Kunst sich nicht mehr widmen darf, weil sie doch eben lungenkrank ist. Man weiß allerdings bei Thomas Mann ja immer nie, ob die Lungenkrankheit nicht eigentlich was viel Komplizierteres ist und im Grunde schon eine Krankheit der bürgerlichen Seele ist. Also sie ist jedenfalls so lungenkrank, dass sie nicht mehr Klavier spielen darf, nichts mehr tun darf, nur noch da sitzen und stecken. Und er bringt sie dazu, noch einmal zu spielen. Und was wird gespielt? Selbstverständlich Wagner, der große Klangteppich für das Thomas Mannsche Werk überhaupt. Sie spielt Wagner, sie die großen Motive der Todessehnsucht, Schönheit und Tod, alles wirbelt durcheinander und selbstverständlich stirbt sie, ob an der Lunge oder an Wagner, man weiß es nicht, jedenfalls stirbt sie. Herr Klöterjahn ist auch ein Augenblick, hat auch wirklich Augenblicke von echter menschlicher Ergriffenheit, wie es bei Thomas Mann heißt, hat ein warmes menschliches Gefühl.
Herr Spinell ist nicht sehr ergriffen, guckt sich im selben Augenblick eigentlich nur im Spiegel an, ist ein kalter Narziss. Und Thomas Mann, sehr lustig, rückt in dem Augenblick, wo sie stirbt, ihren sehr gesunden und properen Stammhalter ins Bild, der sich totlacht. Im selben, das ist also die Zukunft, sind diese properen, lachenden Bürgersöhne. Und was ich toll finde, ist, Thomas Mann macht sich über alle lustig. Keine Position wird eigentlich glorifiziert. Der Künstler ist eigentlich ein furchtbarer Mensch, der sich dauernd lächerlich macht. Der Letzte, der vielleicht noch gut wegkommt, ist Wagner. Die Wagnersche Musik, die wird da sehr ernst genommen. Also sie treibt die Leute sogar in den Tod. Herr Klöterjahn, den kann man auch nicht mögen, der ist nicht wirklich sympathisch, dazu ist er viel zu viel, aber er hat wenigstens ein menschliches Herz. Also wenn er jemand gemocht hat, Thomas Mann, ist es vielleicht noch Herr Klöterjahn. Aber ich mag einfach, wie er die Bälle alle so in der Luft hält und sich für keine Position entscheidet. Und das ist ja eigentlich die Ironie, sozusagen die Wahrheit jeder Position sehen, aber auch das Relative jeder Position zu sehen und die Gegensätze sozusagen in Wirbeln zu halten. Also wirklich eigentlich Stoff für eine große Tragödie, aber ein sehr komisches und auch unterhaltendes Stück Literatur. Ich habe diese Geschichte seinerzeit als junger Mann gelesen, jetzt wieder gelesen, und ich frage mich, ob nicht eine Figur zumindest der Zeitgeschichte der damaligen nicht so sehr glücklich darüber war. Das war Arthur Hollitzer. Das war die Vorlage für den Spinell. Ja, vielleicht. Und Thomas Mann hat das seinem Freund Grauthoff in einem Brief auch mitgeteilt. Novellenstoffe drängen heran. Eine wird Arthur Hollitzer zum Helden haben, du kannst es ihm erzählen. Er hatte da offensichtlich gar keine Scheu, Leute auf diese Weise zu karikieren und glaubte, also die müssten das doch einstecken, weil es eben so ironisch in der Schwebe gehalten ist. Nicht? Es ist auch sehr verletzend gewesen, nicht? Und Thomas Mann hat das immer weiter betrieben, diese Verletzungen von Zeitgenossen. Ja, ich denke, der Hollitzer müsste sich nicht nur beschweren, denn es ist auf der anderen Seite ein rührend liebesvolles Porträt. Spinell. Ja. Er möchte zeigen, dass der Künstler gern ein Held wäre gegenüber dem Spießer. Er würde es dem Klöterjahn gern zeigen, der diese Frau nicht verdient hat. Die ihm diese schrecklich kräftigen Kinder, diesen Sohn geschenkt hat. Das würde er alles gern bekämpfen, und er hat einen großen Auftritt, wie er den Klöterjahn fertig macht, und danach wischt ihn der Klöterjahn weg. Aber es ist noch etwas anderes. Kunst ist etwas Tödliches. Ich glaube, Spinell ist eine Art Mörder. Die Dame kommt ja in dieses Sanatorium, weil sie angeblich nichts Schlimmes hat. Sie hat nur ein kleines Leiden. Sie gehört nicht zu denen, die dort zum Tode bestimmt sind. Aber als alle anderen aus sind, auf einem Ausflug, da auf einmal richtet sie Spinell durch die Kunst zugrunde. Ja, Kunst sie singt sich, ja. Sie singt sich sozusagen zu Tode. Und das finde ich, sie spielt Klavier, aber sie singt sich dadurch, ihre Seele haucht sie aus. Große Kunst ist tödlich, nicht? Denn die Kunst des Spinell ist nicht tödlich. Nein. Er hat einen einzigen Roman geschrieben und der ist tödlich langweilig, nicht? Also der hat noch niemanden. Vielleicht, ja, aber wie gesagt, er ist ein komischer Held. Und insofern hat er fast was, Entschuldigung, von einem Zeitgenossen von Thomas Mann. Er ist fast ein Kafka-Figur, der Spinell, in gewisser Weise. Ja. Denke ich. Also, ich bin nicht ganz der Ansicht, in diesem einen Punkt von Frau Radisch, im Allgemeinen bin ich völlig damit einverstanden, was sie sagte, aber dass die Figur des Spinell so böse ironisch von Thomas Mann gesehen wird, scheint mir nicht ganz richtig. Ich glaube, Karasek, mir steht näher der Standpunkt in dieser Sache von Karasek. Der Spinell ist der Typ des Künstlers. Natürlich, des Künstlers, der nichts erreicht hat, aber der an seiner Literatur, die er schreiben möchte, leidet. Es gibt da einen berühmten Satz in dieser Novelle, der immer wieder zitiert wird, meist falsch. Wenn jemand zugeschaut hätte, wie er den Brief schrieb, der Spinell, könnte er zu der Ansicht kommen, dass ein Schriftsteller ein Mensch ist, dem das Schreiben schwerer fällt als allen anderen Menschen. Das ist nicht böse, das ist sehr verständnisvoll eigentlich. Aber was ist eigentlich Tristan in einem Wort? Eine Liebesgeschichte, eine reine Liebesgeschichte. Nur, wie oft bei Thomas Mann
Die Liebe wird nicht vollzogen. Die Liebe ist eine Vision des Spinell, der sich die Geliebte vorstellt, der sich diese Liebe vorstellt, der dabei sitzt, wie sie das große Tristan-Isolde-Duett spielt mit dem Usink hernieder Nacht der Liebe. Und dann ist da, das ist Thomas Mann, der junge Thomas Mann, schon fabelhaft, die alte Frau, die Pastorin, Höhenrausch, die immer rumgeht da in diesem Haus und nicht einen Gedanken mehr ausdrücken kann. Das ist das große Symbol. So werdet ihr werden, sagt Thomas Mann. Sowohl die Klöte Jan, wenn sie nicht sterben würde, als auch der Spinell. Sie ist, glaube ich, ein Symbol der Vergänglichkeit, diese alte Frau, die da so drohend durch das Haus geht. Natürlich ist diese Novelle, aus der Novelle ist vieles hervorgegangen. Ich glaube, Frau Radisch hat das angedeutet, unter anderem die Kleinigkeit mit dem Titel Der Zauberberg. Das ist ja das erste Sanatorium in Thomas Manns Werk. Ich glaube, ich bin ganz einverstanden mit Herrn Gernhardt, dass diese Novelle überhaupt nicht veraltet ist. Diese große Liebesgeschichte, wo es zu gar nichts kommt, er berührt sie ja nicht einmal. Er hört nur, wie sie den Tristan spielt. Das ist eine große Liebesgeschichte von Thomas Mann. Und merkwürdigerweise, das haben wir früher, glaube ich, gar nicht gemerkt, die meisten Werke, nicht alle, aber die meisten von Thomas Mann sind Liebesgeschichten. Apropos die meisten. Der Tod in Venedig. Ja, der Tod in Venedig ist die berühmteste Liebesgeschichte von Thomas Mann. Ich glaube, sie ist das Werk, das die größten Auflagen erzielt hat. Und ich habe sie jetzt wieder gelesen. Sie ist das Werk, wo er eigentlich am perfektesten formuliert. Bis zu der Grenze der eigenen Parodie manchmal. Das Werk ist voll von Bildungshuberei. Man muss dauernd ein mythologisches Lexikon daneben haben, um alle diese Todessymbole, ich müsste jetzt einen Zettel holen, das werde ich aber nicht machen, um zu zitieren, wer da alles vorkommt und was alles bedeutet. Aber im Grunde ist es eine sehr einfache und ganz wunderbare Geschichte. Drei Sätze kann man ein nehmen. Mann geht in München in der Midlife-Crisis, würden wir heute sagen, ein Witwer geht spazieren, begegnet auf dem Friedhof einer seltsamen Figur und sagt, ich muss verreisen. Und in Travemünde muss man sagen, er fährt in einen Badeort, er fährt zum Lido, er fährt in ein großes Lido-Hotel und dort begegnet er der Liebe seines Lebens, die ihn auch in den Tod führt. Die Grundlage dieser Geschichte ist eine Cholera-Epidemie in Venedig, die Thomas Mann erlebt hat. Er ist geflohen, Achenbach flieht nicht. Angeblich ist ein verwechseltes Gepäckstück schuld, dass er nicht mehr wegkommt. Aber in Wahrheit weiß er, dass der Tod ihn ruft in dieser Liebe zu Tadjo, diesem jungen, schönen Knaben. Es ist eine pädophile Geschichte, neben Nabokovs Lolita wohl die berühmteste, aber es ist eine Geschichte ohne Erfüllung und es ist eine Geschichte, die so wunderbar komponiert ist, weil man zum Beispiel bei der Überfahrt von Venedig zum Lido einen Gondoliere erlebt, der kein Geld nimmt, weil man weiß, er wird nicht mehr zurückkommen. Es gibt die Figur, die Sie so hinreißend gezeichnet haben, diesen alten Roué, den Greis, der mit künstlichen Zähnen, mit gefärbtem Bart. All das zeigt ein morbides Venedig. Und ich muss jetzt einen kleinen Sprung von Thomas Mann wegmachen. Ich habe die Novelle gelesen, als ich zu Lebzeiten von Thomas Mann seine letzte zum Lebzeiten veröffentlichte Novelle gelesen hatte, Die Betrogene. Mit der hat das Stück sehr viel zu tun. Die Betrogene war damals ein Skandal, noch in den 50er Jahren, weil es um eine Frau geht, die ihre
Menstruation schon verloren hat, sich verliebt und denkt, die Menstruation kommt wieder und es ist ein Gebärmutterkrebs. Also auch da ist die Liebe tot. Das ja, war damals ungeheuer. Wenn ich ein Wort einschalten darf, wie sich die Zeiten geändert haben. Damals, als diese letzte Novelle von Thomas Mann erschien, fand man das so schrecklich. Degutant. Obszön. Na und? Ja. Was? Es ist von einem physiologischen Vorgang die Rede, der die Hälfte der Menschheit betrifft. Alle Frauen, also was ist das für ein Grund? So ja, es ist ein Roman über Menopause und ja, den Betrug ja. darüber. Aber wie gesagt, der Tod in Venedig, den habe ich zur selben Zeit gelesen und muss jetzt noch etwas sagen. Es gibt zwei Tode in Venedig. Es gibt diesen wunderbaren Film von Visconti, ja. der Thomas Mann gleichzeitig erfüllt und verfälscht. Und als ich Viscontis Film gesehen habe, habe ich gemerkt, dass Mahler eines der Muster für diese, der macht ja aus dem Schriftsteller einen Warum Musiker. Verfälscht? Was verfälscht? Ja, es gibt einen Musiker statt einem Schriftsteller. Frau Mann hat sich ja beschwert, dass das nicht so war, dass Taccio nicht so war. Aber Viscontis Film ist eine der kongenialsten Literaturverfilmungen, die ich kenne. Und ich habe durch Visconti Mahler und Thomas Mann lieben gelernt. Thomas Mann war auf einmal nicht nur an Wagner gebunden, sondern auch an Mahler. Und Mahler war ja in der Tat ein Muster für die Figur, der 1911 gestorben ist. Und Thomas Mann vermerkt das ja. Ich muss sagen, zu der Zeit, wo ich den Tod in Venedig zum ersten Mal las, gab es noch nicht die Tagebücher. Und wir haben Thomas Mann erst dadurch verstanden, dass wir die Tagebücher nachher gesehen haben und gesehen haben, dass das auch sein großes Coming-out ja. als homosexueller Autor ist. Naja, damit genug also, als ja, erstes. Dass die große Überraschung der Tagebücher, dass er bisexuell war, mit ganz deutlichen homoerotischen Neigungen und Interessen, war ja eine Überraschung für diejenigen Leser, die nie den Tod in Venedig gelesen ja. haben. Beim Tod in Venedig konnte man nicht zweifeln, worum es geht. Nun folgendes. Hier hat etwas gesagt, was mir missfallen hat, mein Freund Gernhardt. Er hat gesagt, Vorbild des Spinell war der Autor Arthur Hollitzer. Das stimmt, haargenau. Nur, das geht mich nichts an. Heute weiß kein Mensch, wer Arthur Hollitzer war. Die Philologen schreiben darüber, aber die sollen uns das Vergnügen an der Figur Spinell nicht verderben. Herr Reich-Radetzky, ich spreche als Künstler und beurteile Thomas Mann auch als Künstler. Und was er aus dem Lebensstoff macht, das interessiert mich schon. Was man alles aus aber relativ das ist der Resultat. Das ist der Resultat. Ich will Ihnen sagen, warum ich darauf zu sprechen ja. komme. Denn wir haben ja das ja. Thema schon abgeschlossen, mhm. Tristan. Ja. Hier gibt es eine Sache beim Tod in Venedig, die man doch erwähnen muss, weil ja. Thomas Mann es selber gesagt hat. Nämlich, er wollte die Liebe Goethes zu Ulrike von Levitz schildern. Ja. Und aus Goethe hat er, nicht zum letzten Mal, sich selber gemacht. Er ist ja der Goethe zur Hälfte Thomas Mann in dem späteren Roman. Entschuldigung, wollte er Goethe nicht parallel? Er wollte noch eine Novelle über Marienbad schreiben, ja, ja. die parallel zu... Naja, aber jedenfalls aus dem Mädchen Ulrike von Levitz, so hat er den Knaben Taggio ja, aber gemacht. Das Leben hat es so gefügt, dass er diesen Knaben getroffen hat und er hat alles, was in dieser Geschichte steht, das hat er ja selber gesagt, hat er erlebt. Das ist immer bei ihm so. Das ist immer, ja, aber je älter wir werden, desto mehr erfahren wir, was Thomas Mann alles, ich meine, alles in den Buddenbrooks ist ja so wenig erfunden. Er hat unendlich viel gefunden. Ich möchte noch eins sagen, er ist nicht alleine nach Venedig gefahren, er war mit Frau und Bruder in Venedig. Ja. Ja. Er war nur eine Woche in Venedig. Das genügte, um all diesen Stoff anzusammeln, damit er diese Geschichte schreiben ja. konnte. Und das finde ich, mit Verlaub gesagt, als Künstler eine sehr ökonomische Haltung. Ja. er war in Davos zwei Wochen und hat einen ganzen Zauberberg darauf gemacht. Ja, aber er hat natürlich seine Motive auf diese Wirklichkeit, die er da erlebt hat, draufgestülpt, weil diesen Aschenbach, den kennen wir natürlich. Das ist der altgewordene Tonio Kröger. Das ist ein bisschen sogar auch noch dieser lustige Spinell. Weil es ist ein eigentlich impotenter Künstler. Es ist ein Künstler, Es ist Thomas, Entschuldigung. Es ist Thomas Mann,
als Künstler, der bereits der Nation als Vorbild, ja, als Präzeptor, der seinen Ruhm hat. Seinen Ruhm verwaltet, aber der Preis für diesen Ruhm war sozusagen der Eros, war das Leben, war alles das, was die, also was dann in dem Vorbild für den Tod in Venedig ja bei Nietzsche steht, ist das Dionysische. Ja, ja. Also die Geburt der Tragödie war ja eine ganz wichtige Schrift, die ja auch ausgebeutet wurde im Tod in Venedig. Und es ist eben im Grunde letztlich auch wieder die Figur, mit der er sein ganzes Werk über gehadert hat. Der Künstler, der sich nur der Schönheit, der sich nur der schönen Form verschrieben hat und den Eros nicht integrieren konnte in dieses Kunstmodell, in dieses Lebensmodell. Das ist der Künstler, der durch sein ganzes Werk geht. Und was jetzt aber wichtig ist, und was wichtig ist, ist die Sprache. Sie haben gesagt, es ist so, man muss da die Mythologie bemühen. Nee, er hat gesagt, ja versucht, eine aschenbachische Kunstsprache zu schreiben. Also es ist eine ganz stilisierte, zum Teil finde ich wunderschöne, musikalische, also es ist eigentlich ein Deutsch, was sozusagen im Seidenpyjama geht. Ja, so edel ist es. Wartet nur, lasst mich doch mal ausreden, meine Lieben. Und andererseits finde ich, das muss ich schon auch hier in diesen heiligen Hallen sagen, ich finde es zum Teil auch unerträglich gestelzt. Und das ist wirklich die Spannung, wo man nicht die Sprache, diese stilisierte Kunstsprache ist so gestelzt und so edel, dass sie für mein Ohr zum Teil grenzt sie an den Kitsch. Und nicht so genau. Wollte er damit, man redet ja bei Thomas Mann immer so von dem höheren Abschreiben, wollte er damit diesen Künstlertypus Aschenbach und Co. eigentlich parodieren? Oder wollte er sich selber als diesen repräsentativen, national beachteten Künstler mit dieser Sprache nach Deutschland einschreiben? In dieser Spannung steht das. Das ist eine wichtige Frage. Was sagt, dazu zwei Sie werden Dinge. Sicherlich gleich was sagt der Künstler in unserem Kreis? Der Künstler sagt, der Thomas Mann war 35, als er das schrieb, und er hat einen 50-jährigen Künstler beschrieben. Nicht? Und diesem 50-jährigen Künstler hat er all die Werke unterstellt, die er selber nicht auf die Reihe gebracht hat. Also die Maya und Kunst und Geist, den Essay. Die hat er alle diesem Künstler unterschoben. Ja. Und das ist, finde ich, eine sehr interessante Haltung. Also er hat sich hineinprojiziert, empathisch nehme ich an, in einen 15 Jahre älteren Mann und hat ihn dann also auch noch sterben lassen mit seinem ganzen nicht geschriebenen Arbeiten. Ja. Das ist auch ein Abservieren der höheren Art. Aber er hat sich natürlich auch selber sozusagen auf die Finger gehauen. Er hat gesagt, wenn ich dem Dionysischen nachgebe, dann werde ich zugrunde gehen. Dann werde ich in diesem Sumpf, es kommen immer wieder diese modrigen Worte, dann werde ich da ertrinken. Was sagt Katja über diesen Besuch in Venedig? Ja, dieser kleine polnische Junge hat ihm gut gefallen, der war ganz hübsch. Es hat sie gar nicht gestört, weil er gar nicht aus dem Häuschen war. In der Novelle ist er völlig aus dem Häuschen. Er steht an der Türschwelle, hält den Kopf dagegen und haucht, ich liebe dich dagegen. Also ein völlig schwachsinniger Liebesausbruch, aber sehr anrührend. Und er stirbt dafür. Und was bleibt übrig, wenn er stirbt? Ein Fotoapparat in den Dünen, der das wahrscheinlich nicht aufgenommen hat, von dem aber Thomas Mann hofft, dass er es vielleicht noch aufnimmt. Ja, wenn ich hier etwas hinzufügen darf. In der Novelle gibt es einen Augenblick, den ich für einen der Höhepunkte der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts halte. Einen genialen, entscheidenden Augenblick, entscheidend auch für das ganze Werk von Thomas Mann, aber überhaupt für die Literatur im 20. Jahrhundert. Es geht Aschenbach hinter dem Taggio her. Einige hat ihn zufällig, er hat ihn schon mehrfach gesehen, jetzt geht er hinter ihm her, völlig verliebt, er denkt an die Liebe mit diesem Jungen und er nähert sich ihm. Er ist schon so nah, dass er ihm die Hand auf die Schulter legen kann. Das ist der große Augenblick der Literatur im 20. Jahrhundert. Er kann die Hand auf die Schulter legen, aber er tut es nicht. Er hat Angst. Er hat Angst vor einer einzigen Sache. Der Junge, er will ihn ansprechen. Er überlegt sich, das ist ein polnischer Junge. Er wird ihn französisch ansprechen. Er entwickelt einige Wendungen, die er vielleicht da sagen wird. Er will die Hand hinlegen, aber er zittert. Der Junge wird sich umdrehen, wird irgendwas Vulgäres, Ordinäres sagen. Der Traum wird vorbei sein. Der ganze Rausch.
die panische Angst vor der Realität. Das ist ein ganz großes Motiv der Erotik im 20. Jahrhundert und ganz besonders bei Thomas Mann. Ich finde diese Stelle, wo er die Hand auf die Schulter ihm legen will und im letzten Augenblick ängstlich darauf verzichtet, das ist der Höhepunkt dieser Novelle, einer ganz großen Liebesgeschichte wie Tristan. Das war ja ein Erotiker, Thomas Mann. Und das haben auch ein verhinderter Erotiker. Bitte? Ein verhinderter Erotiker. Ein sublimierender Erotiker. Ja, ein verhinderter Erotiker. Ich meine, so einfach ist das wieder nicht. Nein. Er hat ja schließlich... Ja. Wenn Sie vielleicht einen Augenblick zuhören. Ja. Er hat ja große Liebesgeschichten mit jungen Herren und Knaben erlebt. Dass sie nicht realisiert wurden, ist eine andere Sache. Es war wie mit Aschenbach. Er hat die Hand auf die Schulter legen wollen. Und Angst davor. Wir haben gerade das Thema verhinderte Erotiker noch etwas vertieft. Wenn ein Erotiker Erotik praktiziert, dann ist er echt schon ein Sexist. Nicht? Also da muss man aufpassen. Also, ich meine, wir wollen ja nicht so übertreiben, dass in seinem ganzen Werk alles immer verhinderte Erotik war. Denn Hans Castorp hat mit der Madame Chauchat sehr wohl geschlafen. Das wissen wir, aber die genaue Schilderung des Schlafs ist zwischen dem ersten und dem zweiten Band. In die Spalte gefallen. Ja, na, vor allem ist ja da der Bleistift. Sie sagt ja ihm, er soll den Bleistift, und jeder weiß, dass Bleistift ein Phallus-Symbol ist, er soll den Bleistift nicht vergessen. Und im nächsten Band, nach dieser Pause, befindet sich der Bleistift bei ihr. Wie ist er zu ihr gekommen? Wohl von Castorp gebracht. Aber wir wollten nicht über die Romane, sondern über die Novellen sprechen. Mit den beiden sind wir glücklich. Tod in Venedig und Tristan. Mario und der Zauberer, was ganz anderes. Bitte. Ja, auf den ersten Blick gar nichts anderes. Wir sind wieder in Italien. Wir haben es wieder mit einem Künstler zu tun, der im Mittelpunkt steht. Der Künstler endet wieder bös, letal, tödlich. Auf den zweiten Blick allerdings was ganz anderes. Ja, wir sind nicht an der Adria, wir sind am Tyrrhenischen Meer, wir sind nicht in der Vorkriegszeit, also vor dem Ersten Weltkrieg, wir sind nach dem Ersten Weltkrieg im faschistischen Italien. Wir haben es nicht mit einem achtbaren Künstler des Worts zu tun, sondern mit einem sehr fragwürdigen, verwachsenen, älteren Hypnotiseur namens Cipolla. Und er wird allerdings von Thomas Mann dreimal dezidiert Künstler genannt, er ist ein Auftrittskünstler. Und Thomas Manns Künstlerbegriff geht so weit, er umfasst also sowohl den Aschenbach wie den Cipolla. Und wir haben es mit einem Erzähler zu tun, der jetzt nicht der allwissende Erzähler ist aus Tristan oder aus dem Tod in Venedig, sondern es ist ein Erzähler, der etwas berichtet, was ihm selber zugestoßen ist. Das Ganze nennt sich ein tragisches Reiseerlebnis. Die ersten 15 Zeilen stellen die Weichen. Der Erzähler spricht von einem Ende mit Schrecken, erwähnt den Namen Cipolla, der eine ungute Zeit also noch verkörpert habe. Von einem Schock ist die Rede. Und nach diesen 15 Zeilen, das ist der erste Absatz, kann er sich ein bisschen Zeit lassen. Da erzählt er davon, dass er mit seiner Frau, mit seinen beiden Kindern, wir können uns darunter Katja und Elisabeth und Michael Mann vorstellen, dass er am falschen Ort zur falschen Zeit ist. Sie sind zu früh gekommen, es ist Hochsaison, es ist zu heiß, es ist zu laut, es ist zu voll, die Hoteliers sind frech und die Italiener haben sich verändert. Durch den Faschismus sind sie zu Chauvinisten, zu Nationalisten geworden. Selbst die Kinder, das stellt der Verfasser mit Entsetzen fest, haben patriotische Gefühle gegenüber den Kindern aus Deutschland. Nun, diese Kinder aus Deutschland sehen in einem Plakat, dass ein Zauberer ins Haus steht. Eine Vorführung ist angesagt und sie beknien die Eltern, wir wollen da teilnehmen, wir wollen das uns anschauen. Die Eltern lassen sich beknien, gehen dorthin. Cipolla tritt auf, der Zauberer, der Hypnotiseur. Aber es ist jetzt eigentlich ein Wettbewerb zwischen zwei Zauberern, denn Thomas Mann wurde ja in seiner Familie auch der Zauberer genannt und er band nun den Leser durch sehr, sehr geschickte Erzählweisen und durch sehr geschickt eingeflochtene Vorverweise auf das böse Ende, hält er die Spannung durch über 30 Seiten. Der Cipolla hypnotisiert sein Publikum und lässt die Puppen tanzen, also seine Landsleute, und der Erzähler band den Lesenden. Der Cipolla allerdings treibt es zu weit, der macht dem Mario, einem Kellner, vor, er sei dessen angebetete Silvestra. Der Mario in seiner Hypnose lässt sich
dazu verführen, den Greisen und unansehnlichen Greis auf die Wange zu küssen. Ein Peitschenknall entlässt ihn aus seiner Hypnose. Er ist wieder bei sich und ist so außer sich, dass er ihn mit zwei Schüssen niederstreckt. Der Erzähler hat jetzt sein Handwerk und sein Tagwerk vollbracht. Er erzählt gerade noch, dass es ein befreiendes Ende sei. Und der Leser ist entlassen aus seinem Bann, hat allerdings nicht das Gefühl, er müsse nun seinerseits auch dem Erzähler irgendwas Böses zufügen. Im Gegenteil, er ist ihm dankbar dafür, dass er eine sehr interessante, sehr spannende, sehr vielschichtige und sehr kunstreich erzählte Geschichte. Darf ich eine Frage anstellen? Ja. Wir haben darüber nicht noch nicht geäußert. Ist das nicht zufällig eine hochpolitische Erzählung? Ich dachte, das überlasse ich dem Gespräch. Ja, 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 bitte. Aber natürlich ist es eine hochpolitische Erzählung. Es ist eine Erzählung über Verführung und Befreiung. Also die Befreiung passiert in dem Fall durch das Attentat letztlich auf den Verführer. Dieser Cipolla erzählt sogar davon, er habe also in Rom schon vor ganz hochgestellten Leuten vor dem Bruder des Duce. Oh, das ist das ein Wort, das sehr deutlich darauf sehr hinweist. Deutlich. Der Bruder des Duce. Der Bruder des Duce. Es ist auch vom Faschismus die Rede in der Geschichte. Es ist, also Thomas Mann hat das später so bezeichnet, er habe eigentlich eine Anekdote zu einer Fabel umgeformt und ein persönliches Erlebnis ins Symbolische gehoben. Und er hat nicht widersprochen, wenn Leute gesagt haben, das ist doch Mussolini letztlich, Cipolla, ja. Obwohl Mussolini natürlich von Statur her eine ganz andere Figur war. Aber die Verführbarkeit, und die Verführbarkeit, die übrigens, und das zeichnet wirklich Thomas Mann aus, auch den Erzähler erreicht, ja. Er selber ist fasziniert. Er selber folgt mit Neugier. Er selber, in einer Stelle geht er so weit, dass er sagt, ich bemerkte, dass ich das Pfeifen der Peitsche nachmachte, ja, mit, und nachempfand. Er selber ist im Bann dieses Erzählers und ist selber auch befreit, als der endlich dann zu Boden gestreckt wird. Ja, also die Massenpsychose, die Massenhypnose, die Mussolini und später in Deutschland, wovon Thomas Mann damals noch nichts wissen konnte, von Hitler ausging, die wird hier beschrieben. Cipolla ist ein schmieriger Typ, er vergewaltigt seine Leute, er macht sie er macht sie zu Narren und er wird erschossen, weil er sie vor allen anderen lächerlich macht. Diesen einen lächerlich macht. Übrigens, auch da hat Thomas Mann nichts erfunden. Er hat dieses Ferienerlebnis genauso erlebt, mit einer Ausnahme, dem Knalleffekt des Schlusses. Ja, ja, dieser Mario hat natürlich den Zauberer nicht erschossen. Aber du hast völlig recht, es ist eine Geschichte, in der der Faschismus im Anmarsch ist, dass sie aus dem Hotel rausfliegen, weil sie Deutsche sind, weil sie vielleicht eine Krankheit mit sich, da besteht eine Dame drauf, dass die Kellner sie nicht mehr richtig bedienen. Es gibt sehr viel Anzeichen für ein neues Italien, das dem Thomas Mann unheimlich fremd und gefährlich erscheint. Ist ja das ganz interessant. Was ist das eigentlich, wenn das eine frühe Betrachtung des Faschismus sein soll? Muss man sagen, es ist doch eigentlich die Herrschaft über das Unbewusste dieses Publikums. Weil was der macht, ist doch eigentlich Hypnose. Ja. Es gibt Leute, die wollen mit ihrem ganzen Willen dagegen an und versuchen quasi innerlich Nein zu sagen. Aber Thomas Mann sagt, dieses Nein sagen reicht nicht. Man muss sozusagen wissen, nicht nur wissen, wogegen man ist, sondern auch wissen, wofür man ist. Das reine Nein sagen reicht es nicht. Und so ist für ihn im Grunde so eine Art Osmose zwischen der Masse und der Macht dieses Hypnotiseurs. Er kann mit, und er, das sagt er auch, er erleidet im Grunde auch, was diejenigen da machen. Er lässt die zappeln und tanzen. Er muss das alles sozusagen stellvertretend für die erleben. Und in diesem Austausch zwischen dem Verführer und den Verführten sind vielleicht sogar schon auch Elemente dieses späten Essays Bruder Hitler, wo man sieht, wie zwischen demjenigen, der die Macht ausübt und denjenigen, die sie annehmen, die sich ihm ergeben, wie da so fast ein bisschen osmotische oder fast symbiotische Beziehungen herrschen. Ich muss nur hier auf ein Wort zurückgreifen, das Sie vorher verwendet haben. Es ist erlaubt, solche Worte zu verwenden. Erlaubt. Aber mir ist nicht ganz wohl. Sie sagten und bezogen es auf den, auf Tod in Venedig. Es sei eine furchtbar gestellte Sprache. Nun ist es so.
So wie Thomas manche Figuren in Novellen und Romanen reden, hat nie ein Mensch in Deutschland gesprochen. Das ist eine erfundene Sprache. Und ich glaube, dass viele Filme, Thomas Mann-Verfilmungen, dann gescheitert sind, dass einzelne Sätze aus dem, der Vorlage den Figuren in den Mund wiedergelegt wurden, was Visconti nicht gemacht hat. Das war ja das schon. Visconti hat gesagt, bei mir reden die Leute ganz anders. Und er hat recht, er wollte die Stimmung in Venedig, Toten Venedig, wiedergeben, aber nicht die, den Text genau einhalten. Aber nun zurück zu Ihrer. Sie wollten was sagen. Ich wollte mal eins sagen, also Thomas Mann konnte sehr viele Tonfälle anschlagen und in Mario und der Zauberer hat einen ganz, ganz anderen Tonfall angeschlagen. Leicht, ganz, ganz sozusagen. Leicht und, Reisebericht. Und er spricht also auch manchmal aus der Seele, wenn er also von den italienischen Frauen am Strande sagt, Stimmen haben diese Frauen. Nicht? Das Stimmen ist noch kursiv gesetzt. Also er nimmt da überhaupt keine Rücksicht auf irgendeine Sprachebene, eine Herr höhere Tristan Sprachebene. Tristan ist wieder ganz anders. Tristan ist fast lakonisch und hat auch ganz burleske, einfache Elemente. Also ist jede Erzählung ist eigentlich in einer anderen Sprache. So ist es. Ja? Ja, also eine hochkünstlerische Sprache auf höchstem Niveau, die gestellte Deutsch. Beides kann nicht so ganz richtig sein. Ein von beiden trifft zu. Ich weiß. Es war eine Art Parodie. Also da war es einfach eine nachgemachte Sprache. Ich glaube, man kann schon sagen, dass im Tod in Venedig die Sprache bis an die Grenze getrieben wird, aber sie überschreitet die Grenze für mein Dafürhalten eigentlich nie. Also das, denke ich, ist nicht der Fall. Ich kenne andere Thomas Mann-Werke. Ich denke zum Beispiel, dass in Lotte in Weimar es manchmal über die Grenze hinausgeht. Im Erwählten auch natürlich. Ja. Aber hier im eigentlichen Tod in Venedig nicht. Aber dies hier ist wie ein Bericht. Du, ich erzähle dir, was ich dies Jahr in Italien erlebt habe. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, die Kinder noch so spät in den Zirkus mitzunehmen. Ja. Und so sag mal, erlaubt mir mal einen ganz wilden Sprung. Vielleicht ist das eine Erzählung über die politische Wirkung des Fernsehens. Ist das nicht zufällig über das Fernsehen? Ich weiß, es hat Ende der 20er Jahre kein Fernsehen gegeben. Mir fehlt in dem, was Sie sagten, ein Element, aber das haben Sie, Sie werden gleich sagen, das haben Sie der Diskussion überlassen. Genau so. Einverstanden. Das ist auch eine Erzählung, Mario und der Zauberer, über, mit Verlaub, Rhetorik. Natürlich. Eine Erzählung über Rhetorik. Denn dieser Cipolla, dieser Zwiebelmensch, der Cipolla da heißt, ist ja ein fabelhafter Redner. Ja. Er formuliert glänzend. Das ist nicht irgendein ein Idiot, der da auf dem Podium steht. Thomas Mann lässt ihn herrlich Deutsch sprechen. Ja, eben, er hat einen sehr guten Gastreiter, nicht Thomas Mann. Aber er braucht eine schwere Droge. Man traut sich das heutzutage gar nicht mehr im Fernsehen zu sagen. Er muss dauernd rauchen. Und er trinkt und raucht, sonst würde er zusammenbrechen. Er macht Pausen und seine Kraft. Er ist ein Kettenraucher und Cognac. Und das ist noch etwas, was im Fernsehen heutzutage eigentlich nicht erlaubt ist. Er ist von erbärmlicher Hässlichkeit. Schlecht angezogen, mit kariösen Zähnen. Er könnte nicht neben ihm sitzen. Also ich meine, wir sind ja mitten im Wahlkampf. Und das darf man wohl sagen. Wir leben in einer Epoche, in der derjenige Politiker die besten Chancen hat. Der den besten Zahnarzt hat, meint sie. Der am effektvollsten im Fernsehen reden kann. Der mit dem, was er im Fernsehen redet, Millionen beeindruckt. Darauf kommt es doch an. Ich glaube, diese Erzählung ist, Mario und der Zauberer, von erstaunlicher Aktualität. Ich meine, solche Übertragungen über die Epochen hinweg, ich habe die ganz gern. Ich habe mal gesagt, und waren Leute empört, dass die Iphigenia auf Tauris von unserem Johann Wolfgang von ein richtiges Hörspiel ist. Ein fabelhaftes Hörspiel. Ich weiß, es hat den Rundfunk damals nicht gegeben. Nur, es ist ein rein akustisches Stück, Iphigenia auf Tauris. Die Bühne ist da völlig überflüssig. Ich habe es mal als Hörspiel gehört, kein Wort geändert. War kein Wort geändert. 1934 und war fabelhaft. Zurück zu Mario und der Zauberer. Ob das auf Fernsehen bezogen werden kann, weiß ich nicht. Aber
es ist eine Möglichkeit in dieser Erzählung, wie in allen Erzählungen von Thomas Mann. Thomas Mann hat ja zu verschiedenen Deutungen seiner Werke gesagt, nein, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, das habe ich nicht gewollt. Aber es ist ganz interessant, was den Leuten so einfällt, was sie herauslesen aus meinen Erzählungen. Ja, Mario und der Zauberer ist wohl jetzt, können wir als abgeschlossen behandeln. Jetzt kommt die Erzählung Tonio Kröger. Das ist eine gefährliche Geschichte mit dem Tonio Kröger. Nichts einfacher als nachzuweisen, dass das eine schlecht geschriebene Erzählung ist. Sehr simpel, viele dieser Gegenüberstellungen, dieser Kontrasteffekte. Ach Gott, mir hat Golomann mal gesagt, ich verstehe nicht, was Sie an diesem Tonio Kröger finden. So ganz schlechte Literatur und das Gerede mit Elisabetta, miserable Literatur. Ja, ja, ich habe damals Golomann gesagt, naja, Herr Mann, wenn ich höre, was Sie so reden, dann halten Sie Ihren Papa für einen ganz schlechten Schriftsteller. Hat er gesagt, nein, nicht alles ist schlecht. Der Josef-Roman hat er gesagt, das ist so etwas wie die Ilias, wie die Odyssee. Na, da waren wir wieder zu Hause. Ja. Ilias, Odyssee, noch ja. Höher geht's nicht. Ja. Ich war, das ist eine Liga, wie du zu sagen pflegst, die sich nicht mehr übertreffen lässt. Nun zurück zum Tonio Kröger. Er hat eine Sache zitiert, Thomas Mann, die er vielleicht erfunden hat, vielleicht nicht, das interessiert mich nicht, aber er hat es geschrieben. Er habe in Göttingen was gelesen und nach einer Lesung kam ein Student zu ihm, 1912 oder 13, und sagte, das Eigentliche, was Sie geschrieben haben, das Eigentliche ist Tonio Kröger. Wissen Sie das? Und ich antwortete, ich wüsste es. Nicht im Buddenbrot, nach dem Buddenbrot. Das eigentliche Bekenntnis Thomas Manns ist im Tonio Kröger. Nun ist eine Sache, man soll nicht eine Erzählung gegen einen Roman oder einen Roman gegen eine Erzählung ausspielen, das ist Blödsinn. Man kann der Ansicht sein, dass die Buddenbrot der bedeutendste Roman von Thomas Mann überhaupt ist. Hat viel dafür, die These. Ein ganz runder Roman, in dem nichts Essayistisches reingemogelt wird, sondern alles erzählend geboten wird. Zurück zum Tonio Kröger. Natürlich ist Tonio Kröger ein Autoporträt von Thomas Mann. Er spielt ja auch in Lübeck. Es ist seine Jugend, seine Schulzeit in Lübeck. Später in München das große Gespräch. Dann mit der Elisabetta. Worum geht es? Es geht wohl um das eigentliche Problem, das Thomas Mann so ungeheuer fasziniert hat sein Leben lang. Der Intellektuelle und die Gesellschaft, der Künstler und die reale Welt. Das ist das Problem und das wird von Anfang an durchgezogen bis zur letzten Zeile. Er ist unglücklich, Tonio Kröger, und da steht der Satz, den ich gern für den Zentralen in der Erzählung halte, aber es gibt mehrere zentrale Sätze da. Das ist nämlich, ich bin sterbensmüde, das Menschliche darzustellen, ohne am Menschlichen teilzuhaben. Als ich als 14-Jähriger diesen Satz gelesen habe, fand ich ihn tief getroffen, obwohl ich gar kein Schriftsteller war und auch nicht die geringste Absicht hatte, je im Leben Schriftsteller zu werden. Tonio Kröger und seine große Sehnsucht. Es wird immer eine Formulierung, zwei, drei werden immer zitiert, die lassen sich nicht vermeiden. Das ist so wie im Hamlet, sein oder nicht sein. Darum geht es ja im Hamlet, dass jeder diese Zeile zitiert, ist ja in Ordnung. Hier die Gegenüberstellung. Die Blauäugigen, die Blonden, die Wonnen der Gewöhnlichkeit. Die Wonne zur fabelhaften Formulierung. Gestellstes Deutsch. Aber so hat keiner Deutsch geschrieben in der Geschichte der deutschen Literatur. Er hat eine Sprache erfunden. Ob man sie akzeptiert oder nicht, ist eine andere Frage. Ich finde sie herrlich. Ich meine, in Amerika ist ja, wie wir wissen, Kafka an allen Universitäten früher, wie es jetzt ist, weiß ich nicht, viel populärer als Thomas Mann. Aus einem Grund. Für amerikanische Studenten ist das Deutsch Kafkas viel leichter verständlich als das Deutsch Thomas Manns. Das ist nicht so einfach. Ich habe übrigens, als ich in Amerika war und da
Literaturunterricht erteilte, sofort Bücher gestrichen aus dem Lehrplan. Buddenbrook weg, Zauberberg weg, Lottenweimer, alles weg. Von Thomas Mann nur Geschichten, weil ich gewusst habe, kein amerikanischer Student kann 700 Seiten Deutsch lesen. Das ist ja unmöglich. Den muss man kürzere Sachen geben. Zurück zum, man muss doch real sehen. Ich würde doch, wozu soll ich den die Blechtrommel zu lesen geben? Katz und Maus ist auch sehr gut. Ungefähr ähnliches Milieu und kurz. Das kann ein amerikanischer Student noch ungefähr verdauen. Zurück zu Tonio Kröger. Auch Tonio Kröger ist, wie Tristan und wie die anderen Toten Venedig, eine Liebesgeschichte, eine unerhörte, nur eine Liebesgeschichte des Tonio Kröger ohne Partnerin. Er sehnt sich nach der Liebe, die nicht realisierte, es bleibt nicht, es ist alles im Monolog in seiner Vision. Denn das Gespräch mit Lisaveta hat auch nie stattgefunden. Das ist ja überhaupt kein Gespräch mit einer Russin. Die redet ja das, was er braucht für seine Äußerung. Das ist der große Monolog des Tonio Kröger. Er arbeitet mit manchen Mitteln, die etwas einfach sind. Also wir beginnen mit dem Namen. Tonio Kröger. Italienischer Vorname, norddeutscher Nachname. Und in der Schule wird er da veräppelt. Er hat es nicht einfach in der Schule, denn er liebt den Hans Hansen und da schreibt Thomas Mann den großen Satz, auch ein zentraler Satz. Thomas Mann schreibt lauter zentrale Sätze, der lässt diesen fabelhaft zitieren. Wer mehr liebt, der ist verloren. Ja. So sinngemäß dieser Satz. Schon ein Dollarsatz, aus dieser Liebesgeschichte ist ja nichts geworden. Der Hansen hat die Ingeborg Holm sich geholt und die beiden waren glücklich und hatten nichts von den Komplexen des Tonio Kröger. Ja. Es tut mir leid, ich bin nicht ganz so begeistert wie Sie, habe mich bei Golo ganz gut aufgehoben gefühlt. Mit dieser Geschichte, das ist ja wirklich die Lieblingsgeschichte aller Deutschlehrer, weil sich so tolle Tafelbilder damit machen lassen. Da kann man immer sagen, ja, auf der einen Seite, da stehen dann die Blonden, die Blauäugigen, da steht der Norden, da steht der Kröger, da steht der Vater, da steht der Bürger, da steht das Hanseatische und auf der anderen Seite des Tafelbildes stehen dann die Braunäugigen, steht der Süden, steht die Mutter, stehen die Künstler, papapapa. Und dieses Schema, dieses wirklich so simpel antithetische Schema hat diese Novelle, glaube ich, wirklich so berühmt gemacht. Sie ist von extremer Übersichtlichkeit. Das verstimmt mich ein bisschen. Aber wenn man das mal beiseite lässt, und das kann man natürlich beiseite lassen, wenn man sagt, das große Thema. Das große Thema, wie Sie sagen, Liebe des Intellektuellen, Liebe des Schriftstellers, Liebe dessen, der die Literatur liebt, zum einfachen Leben, zu diesen berühmten Wonnen der Gewöhnlichkeit. Da frage ich mich, was hat er sich darunter eigentlich vorgestellt? Was ist das für eine Idealisierung des Bürgerlichen, des Blauäugigen, des Einfachen, des scheinbar Lebendigen? Dann kommt ja auch immer der Gegensatz des Gesunden. Der Künstler, das wird uns immer suggeriert, der ist leicht entartet. Das Wort steht übrigens im Toten Venedig. Ist leicht entartet. Gesund ist das Bürgertum. Also das hat er 1911 geschrieben, wo man schon noch glauben konnte, dass das Bürgertum gesund ist, aber dass das Bürgertum gar nicht ist, das hat man doch sehr bald... Aber was sind die Wonnen der Gewöhnlichkeit? Die Wonnen der Gewöhnlichkeit sind, dass ein junger Mann ein Mädchen nimmt, nach Dänemark fährt und mit der ins Bett geht. Das tun die beiden anderen, Hans Hansen und Ingeborg Holm. Und er fährt nach Dänemark allein. Ist ja immer die Wonnen allein. Der Gewöhnlichkeit sind das, was Heinrich sein Leben lang praktiziert hat. Der das Bruder. Muss man sagen. Das ist gegen den sehr Bruder. Gut. Ja, das sehr gut, absolut. Ja, aber nicht gegen seinen Lebenswandel, sondern gegen das, wofür der Lebenswandel steht. Nämlich Frankreich, der Zivilisationsliterat. Damals noch nicht, aber gut. Das steht alles schon dahinter. Ja. Das steht alles schon dahinter. Und letztlich diese Ehrenrettung des so simpel gedachten Bürgerlichen, das muss ich ganz ehrlich sagen, das empört mich fast an dieser Novelle. Aber das Bürgerliche, was er noch einmal möchte ich den Künstler rausgeben. Ich habe also ähnlichem Alter als Sie, wie Sie, das
Buch gelesen mit 14, 15. Und erst beim Wiederlesen frage ich mich, warum wollte ich, nachdem ich das gelesen hatte, immer noch Künstler werden? Ja? Die Literatur ist der Tod. Die Literatenkreise sind stumm und langweilig. Die Leute, die zu Lesungen kommen, sind die, die es einfach nötig haben. Ja? Das sind die körperlich Ungeschickten. Ja, ja. 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 Das ist Thomas Manns Worte. Die körperlich Ungeschickten und das kommt noch. Die körperlich Ungeschickten und die feinen Seelen, ja, und die dauernd hinfallen. Das sind nämlich die Mädchen, die der Tonio Kröger abgekriegt hat. Das wiederholt sich dann. Einmal fällt eine Tanzstundendame hin und dann am Ende der Geschichte noch mal eine. Ja, will man unter diesen Umständen eigentlich noch Künstler werden? Ich wollte es. Und da muss irgendwas drin sein in diesem Buch, was den Stachel also in mich hineingesenkt hat. Ja, sonst säße ich ja nicht hier. Lieber, zunächst einmal ein Faktum, darüber kann man nicht diskutieren. Das ist nun eine Tatsache. Die Schriftsteller der ganzen Welt, die nichts zu tun haben wollen mit deutscher Literatur, sind verliebt in den Tonio Kröger. Es gibt ja, ich habe in meinem Buch solche Beispiele angegeben, das Beste finde ich von einer jungen Jurastudentin, die hatte Rechtswissenschaften schon das Studium beendet, aus Frankreich, eine Französin, kommt nach Berlin, findet in einer Buchhandlung den Tonio Kröger, liest den Tonio Kröger und schreibt, ich beschloss, Schriftstellerin zu werden. Ja, furchtbar! Furchtbar! Jetzt müssen wir sagen, wer das war. Das war Nathalie Sarraud. Die wird Schriftstellerin geworden. Nein, die Schriftsteller, die haben völlig recht. Sie finden das primitiv. Nein, sie sind ja ein vielseitiger Künstler. Aber die Schriftsteller haben alle ihr Leben, ihr Problem, ihre Konflikte wiedergefunden. Jetzt ist noch was ganz Wichtiges. Sie haben da ein bisschen angedeutet, vorher schon, die Richtung, damit wäre zu Recht. Tonio Kröger ist die Keimzelle des Thomas Mannschen Werks. Denn sie alle sind Tonio Kröger Varianten. Sie alle. Wer? Detlef Spinell im Tristan. Aschenbach natürlich. Hans Castorn. Sind alle, kommt, natürlich sind es Varianten, sind es Paraphrasen, das ist klar. Aber er hat damit die erste Figur dieser Art geschaffen. Und noch etwas. Er hat Formulierungen, so fabelhafte Formulierungen geboten. Über die Wonnen der Gewöhnlichkeit haben wir schon gesprochen. Aber wir haben eine Fülle anderer Formulierungen in dieser Erzählung. Und wir haben, Literatur ist kein Beruf, sie ist ein Fluch. Ja. Ach, das lesen Schriftsteller gern. Das ist ein Satz. Und es gibt einen anderen Satz, der mich sehr beeindruckt hat. Er reiste gen Norden, nicht? Und er reiste mit Komfort, weil er sich sagte, wenn man schon innerlich so tief leidet, dann muss man wenigstens äußerlich gut aufgehoben sein. Ja? Und ich denke, das war auch ein Ansporn, Künstler zu werden. Ja, ja völlig recht. Und dass er so gern das mit dem Anziehen, wenn man die sagt, er habe da die Lisavetta, so ein Cape und sowas, das so schön sagte. Nein, so ist das nicht. Man ist als Künstler so sehr innerlich ein unordentlicher Mensch, dass man sich nach außen kleiden soll, wie jeder normale Anständige. Innerlich Zigeuner und äußerlich dann Gentleman. Ja, gucken Sie mal, dieses Motiv. Der Vater sagt dem Tonio Kröger, wir sind doch keine Zigeuner vom grünen Wagen. Ich weiß schon, es kommt ein bisschen häufig Kann man vor. Nur sagen, Ja. Noch etwas Interessantes. Er hat an dieser Erzählung von der, soll der Name genannt werden. Sowas hat ja selten einer gesagt. Martin Walser geschrieben hat, es ist die schlechteste Erzählung des 20. Jahrhunderts. Immerhin etwas. Ja, immerhin ein Supreme. Er hat an dieser Erzählung sehr lange gearbeitet. Obwohl sie auf uns den Eindruck machen, ein bisschen schlampig sind, ziemlich viele Wiederholungen. Das ist doch Absicht, das sind doch die Wagnerschen Leitmotive. Das sagt uns doch der Deutschlehrer dann auch, dass das mit dem Wagen so oft vorkommt, weil, Achtung, Leitmotiv. Ja. Naja. Wahr ist, ohne Wagner wären die großen Epen Thomas Manns, also von Buddenbrooks an, bis hin zum Felix Krull, nie entstanden. Nur diesen Humor, den Thomas Mann hatte, diese Ironie, diese Liebe sogar für Allotria,
Das alles haben wir bei Wagner nicht. Ja, wenn man an Welsungblut denkt, wie er sich da über eine Wagner-Oper lustig macht, in denen die beiden auf Besuch geht, das ist... Ja, aber er macht sich in erster Linie über die Darm, natürlich, über ja. die Aufführung an der Münchner Oper lustig. Also das aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das denn wirklich so, dass man diesen Konflikt zwischen Geist und Leben, zwischen hehrem Künstlertum und niederer... Ja. Täglich ja. gehen Sie ja. mit das dem... Das ist nein, also wirklich, also ich meine, jetzt mal wirklich, eines der berühmtesten Gedichte von Gottfried Benn, bringt das auf eine Formel, wo alles sich im Glück erweist, im Weingeruch und tauscht die Ringe, dienst du dem Gegenglück, dem Geist. Das ist die Rechtfertigung, die der Künstler dafür hat, dass er, wie dieser Schriftsteller in Tristan, wahnsinnig schwer schreibt, keinen Erfolg hat. Thomas Mann stand ja damals noch nicht in der Sonne des Ruhms. Er wusste das noch nicht. Die Buddenbrocks sind doch ein wunderbares Beispiel dafür. Er beschreibt den Niedergang einer Familie, wo nichts mehr aus der Dekadenz kommt. Und als Ende steht er als der große Industrielle der Kultur da, der mehr verdient als die Familie in Lübeck je durch ihre Teehandel und Pfeffersack-Dasein je erworben hat. Also Romanhandel. Ja, Romanhandel, ja. Das ist doch auch schön. Naja, also, eins ist mir noch nicht klar. Ihr habt an dem Thomas Mann hier was zu beanstanden, da was zu beanstanden. Und am meisten haben wir ja alle Antonio Kröger. Nur, der Tonio Kröger ist die Keimzelle. Alles ist aus dem Tonio Kröger hervorgegangen. Schon schlechter gebaut als die anderen. Schlecht gebaut. Schlechter. Vor allen Dingen, mein wichtiger Einwand ist, es ist parteilich. Seine wunderbare Ironie, die letztlich immer zwischen den Fronten und immer den goldenen Mittelweg zwischen allen Extremen sucht, die ist hier nicht. Und das hat er auch selber gesagt. Aber Frau Radisch, Herr Karasen, er hat es auch selber gesagt. Ich habe in dieser Novelle sozusagen, das bis zum Unkünstlerischen bin ich gegangen in meiner Parteinahme. Er hat es selber so... Fürs Leben, nicht für den Bürger. Fürs Leben. Aber der Bürger hat nun mal das Leben repräsentiert. Er hatte keine andere Vorstellung vom Leben. Das finde ich ja auch wie viel blonde so Bürger gibt es überhaupt? Ja, es gibt nicht so viele blonde Bürger. Nein, ich meine, wenn Sie an die Schule denken, ein Mensch geht in die Schule, liebt einen anderen und sagt zu dem, du... Kannst du nicht dieses Buch endlich lesen? Don Carlos. Und der sagt Verse und der geht lieber zum Fußball oder zum Boxen oder wie. Aber wie gesagt, das erlebt doch jede zarte Seele in der Schule. Und entweder wird sie abgehärtet und geht auch zum Fußball oder sie liest weiter Thomas Mann. Oder schreibt. Nach dieser Alternative, Thomas Mann oder Fußball, die gefährliche Alternative, meine ich doch, dass wir das alles, was ist das alles? Wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Große Tristan Isolde Duett spielt mit dem Usink hernieder Nacht der Liebe und dann ist da, das ist Thomas Mann, der junge Thomas Mann schon fabelhaft, die alte Frau, die Pastorin, Höhenraut, die immer rumgeht da in diesem Haus und nicht einen Gedanken mehr ausdrücken kann, das ist das große Symbol. So werdet ihr werden, sagt Thomas Mann, sowohl die Klöterjan, wenn sie nicht sterben würde, als auch der Spinell. Sie ist, glaube ich, ein Symbol der Vergänglichkeit, diese alte Frau, die da so drohend durch das Haus geht. Natürlich ist diese Novelle, aus der Novelle ist vieles hervorgegangen. Ich glaube, Frau Radisch hat das angedeutet. Unter anderem die Kleinigkeit mit dem Titel Der Zauberberg. Das ist ja das erste Sanatorium in
Thomas Manns Werk. Ich glaube, ich bin ganz einverstanden mit Herrn Gernhardt, dass diese Novelle überhaupt nicht veraltet ist. Diese große Liebesgeschichte, wo es zu gar nichts kommt, er berührt sie ja nicht einmal. Er hört nur, wie sie den Tristan spielt. Das ist eine große Liebesgeschichte von Thomas Mann. Und merkwürdigerweise, das haben wir früher, glaube ich, gar nicht gemerkt, die meisten Werke, nicht alle, aber die meisten von Thomas Mann sind Liebesgeschichten. Apropos die meisten. Der Tod in Venedig. Ja, der Tod in Venedig ist die berühmteste Liebesgeschichte von Thomas Mann. Ich glaube, sie ist das Werk, das die größten Auflagen erzielt hat. Und ich habe sie jetzt wieder gelesen, sie ist das Werk, wo er eigentlich am perfektesten formuliert. Bis zu der Grenze der eigenen Parodie manchmal. Das Werk ist voll von Bildungshuberei. Man muss dauernd ein mythologisches Lexikon daneben haben, um alle diese Todessymbole, ich müsste jetzt einen Zettel holen, das werde ich aber nicht machen, um zu zitieren, wer da alles vorkommt und was alles bedeutet. Aber im Grunde ist es eine sehr einfache und ganz wunderbare Geschichte. Drei Sätze kann man ein nehmen. Mann geht in München in der Midlife-Crisis, würden wir heute sagen, ein Witwer geht spazieren, begegnet auf dem Friedhof einer seltsamen Figur und sagt, ich muss verreisen. Und in Travemünde muss man sagen, er fährt in einen Badeort, er fährt zum Lido, er fährt in ein großes Lido-Hotel und dort begegnet er der Liebe seines Lebens, die ihn auch in den Tod führt. Die Grundlage dieser Geschichte ist eine Cholera-Epidemie in Venedig, die Thomas Mann erlebt hat. Er ist geflohen, Achenbach flieht nicht. Angeblich ist ein verwechseltes Gepäckstück schuld, dass er nicht mehr wegkommt. Aber in Wahrheit weiß er, dass der Tod ihn ruft in dieser Liebe zu Tadjo, diesem jungen, schönen Knaben. Es ist eine pädophile Geschichte, neben Nabokovs Lolita wohl die berühmteste, aber es ist eine Geschichte ohne Erfüllung und es ist eine Geschichte, die so wunderbar komponiert ist, weil man zum Beispiel bei der Überfahrt von Venedig zum Lido einen Gondoliere erlebt, der kein Geld nimmt, weil man weiß, er wird nicht mehr zurückkommen. Es gibt die Figur, die Sie so hinreißend gezeichnet haben, diesen alten Roué, den Greis, der mit künstlichen Zähnen, mit gefärbtem Bart. All das zeigt ein morbides Venedig. Und ich muss jetzt einen kleinen Sprung von Thomas Mann wegmachen. Ich habe die Novelle gelesen, als ich zu Lebzeiten von Thomas Mann seine letzte zum Lebzeiten veröffentlichte Novelle gelesen hatte, Die Betrogene. Mit der hat das Stück sehr viel zu tun. Die Betrogene war damals ein Skandal, noch in den 50er Jahren, weil es um eine Frau geht, die ihre Menstruation schon verloren hat, sich verliebt und denkt, die Menstruation kommt wieder und es ist ein Gebärmutterkrebs. Also auch da ist die Liebe tot. Das war damals ungeheuer. Wenn ich ein Wort einschalten darf, wie sich die Zeiten geändert haben. Damals, als diese letzte Novelle von Thomas Mann erschien, fand man das so schrecklich. Degutant. Obszön. Na und? Ja. Was? Es ist von einem physiologischen Vorgang die Rede, der die Hälfte der Menschheit betrifft. Alle Frauen, also was? Thank you.
Damen und Herren, das zweite literarische Quartett der neuen Serie, das zweite in diesem Jahr, ist Thomas Mann gewidmet. Das erste war Schiller, 200 Jahre nach seinem Tod, jetzt Thomas Mann, 50 Jahre nach seinem Tod. Wir sind in einem Ort, in dem Thomas Mann oft und gern war, in Travemünde, jetzt ein Vorort von Lübeck. Wir werden heute nicht über die Romane von Thomas Mann sprechen, nicht weil wir sie nicht schätzten, das nun nicht, sondern über vier Erzählungen, jeder über eine. Wir sprechen über drei Erzählungen aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, Tristan, Tonio Kröger und Tod in Venedig und eine aus den späten 20er Jahren, Mario und der Zauberer. Am Quartett nehmen teil Iris Radisch von der Wochenzeitung Die Zeit, Helmut Karasek von der Tageszeitung Die Welt, Marcel Reich-Ranitzky von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Robert Gernhardt, nicht von einer Zeitung, sondern ein Lyriker, ein Dichter und ein Zeichner obendrein. Ein vielseitiger Mann und ein Mann vor allem mit sehr, sehr viel Humor und einer Schwäche für Komik, für Satire. Er hat ein neues Buch gerade auf den Markt gebracht vor einigen Wochen, das Randfigurenkabinett des Dr. Thomas Mann. Aber ein Thomas Mann-Kenner war er schon vorher, seit vielen Jahren. So, jetzt geht's los. Reden wir über Tristan. Thomas Mann selber hat gar nicht unbedingt von einer Novelle, sondern von einer Burleske gesprochen. Es ist die erste Erzählung, die er nach den Buddenbrooks geschrieben hat. 25 Jahre war er alt. 1901 hat er sie geschrieben und sie gab dann seiner ersten Novellensammlung auch den Titel, die dann 1903 rauskam, wo dann eben auch Tonio Kröger drin war. Mir gefällt der Tristan sehr gut, weil es wirklich das hat, was man über Thomas Mann immer sagt, nämlich Ironie. Man sagt, der ironische Schriftsteller schlechthin. Ich kann das oft nicht ganz nachvollziehen, aber hier finde ich wirklich, ist Ironie. Es ist eigentlich ein Thomas Mann in der Nussschale. Es sind alle Motive, die auch in den großen Romanen später, die in den Novellen wieder vorkommen, sie sind alle schon drin. Es gibt ein Sanatorium sozusagen als Puppenhaus, ein kleines Sanatorium. Es gibt eine Art Buddenbröken, muss man sagen. Hier heißt sie Frau Klöter-Jahn, hat diesen lustigen Namen. Das ist eine Vertreterin des absterbenden hanseatischen Kulturbürgertums, also auch eine ganz typische Thomas-Mann-Figur. Sie hat einen Gatten, der auch sehr typisch ist. Er repräsentiert nämlich das neureiche, das aufstrebende hanseatische Bürgertum, selbstverständlich Herr Klöter-Jahn. Und dann gibt es noch eine sehr typische Figur, das ist der Künstler. Hier ist er nicht ganz so tragisch wie in den Novellen, die wir später noch besprechen werden. Hier ist er eine wirklich sehr komische Figur, Herr Spinell, der in dem Sanatorium kurt und der eben ganz von der reinen Kunst, von der Kunst des Elfenbeinturms besessen ist und der Frau Klöter-Jahn sozusagen zu seiner Isolde stilisiert. Und sie, die eigentlich überhaupt der Kunst sich nicht mehr widmen darf, weil sie doch eben lungenkrank ist. Man weiß allerdings bei Thomas Mann ja immer nie, ob die Lungenkrankheit nicht eigentlich was viel Komplizierteres ist und im Grunde schon eine Krankheit der bürgerlichen Seele ist. Also sie ist jedenfalls so lungenkrank, dass sie nicht mehr Klavier spielen darf, nichts mehr tun darf, nur noch da sitzen und sticken. Und er bringt sie dazu, noch einmal zu spielen. Und was wird gespielt? Selbstverständlich Wagner, der große Klangteppich für das Thomas Mannsche Werk überhaupt. Sie spielt Wagner, sie die großen Motive der Todessehnsucht, Schönheit und Tod, alles wirbelt durcheinander und selbstverständlich stirbt sie, ob an der Lunge oder an Wagner, man weiß es nicht, jedenfalls stirbt sie. Herr Klöter-Jahn ist auch ein Augenblick, hat auch wirklich Augenblicke von echter menschlicher Ergriffenheit, wie es bei Thomas Mann heißt, hat ein warmes menschliches Gefühl. Herr Spinell ist nicht sehr ergriffen, guckt sich im selben Augenblick eigentlich nur im Spiegel an, ist ein kalter Narziss. Und Thomas Mann, sehr lustig, rückt in dem Augenblick, wo sie stirbt, ihren sehr gesunden und properen Stammhalter ins Bild, der sich totlacht. Das ist also die Zukunft, sind diese properen, lachenden Bürgersöhne. Und
was ich toll finde, ist, Thomas Mann macht sich über alle lustig. Keine Position wird eigentlich glorifiziert. Der Künstler ist eigentlich ein furchtbarer Mensch, der sich dauernd lächerlich macht. Der Letzte, der vielleicht noch gut wegkommt, ist Wagner. Die Wagnersche Musik, die wird da sehr ernst genommen. Also sie treibt die Leute sogar in den Tod. Herr Klöter, ja, den kann man auch nicht mögen, der ist nicht wirklich sympathisch, dazu ist er viel zu viel, aber er hat wenigstens ein menschliches Herz. Also wenn er jemanden gemocht hat, Thomas Mann, ist es vielleicht noch Herr Klöter, ja. Aber ich mag einfach, wie er die Bälle alle so in der Luft hält und sich für keine Position entscheidet. Und das ist ja eigentlich die Ironie, sozusagen die Wahrheit jeder Position sehen, aber auch das Relative jeder Position zu sehen und die Gegensätze sozusagen in Wirbeln zu halten. Also wirklich eigentlich Stoff für eine große Tragödie, aber ein sehr komisches und auch unterhaltendes Stück Literatur. Ich habe diese Geschichte seinerzeit als junger Mann gelesen, jetzt wieder gelesen, und ich frage mich, ob nicht eine Figur zumindest der Zeitgeschichte der damaligen nicht so sehr glücklich darüber war. Das war Arthur Hollitscher. Das war die Vorlage für den Spinell. Ja, vielleicht. Und Thomas Mann hat das seinem Freund Grauthoff in einem Brief auch mitgeteilt. Novellenstoffe drängen heran. Eine wird Arthur Hollitscher zum Helden haben. Du kannst es ihm erzählen. Er hatte da offensichtlich gar keine Scheu, Leute auf diese Weise zu karikieren und glaubte, also die müssten das doch einstecken, weil es eben so ironisch in der Schwebe gehalten ist. Nicht? Es ist auch sehr verletzend gewesen. Nicht? Und Thomas Mann hat das immer weiter betrieben, diese Verletzungen von Zeitgenossen. Ja, ich denke, der Hollitscher müsste sich nicht nur beschweren, denn es ist auf der anderen Seite ein rührend liebesvolles Porträt. Spinell. Ja. Er möchte zeigen, dass der Künstler gern ein Held wäre gegenüber dem Spießer. Er würde es dem Klöterjahn gern zeigen, der diese Frau nicht verdient hat. Die ihm diese schrecklich kräftigen Kinder, diesen Sohn geschenkt hat. Das würde er alles gern bekämpfen, und er hat einen großen Auftritt, wie er den Klöterjahn fertig macht, und danach wischt ihn der Klöterjahn weg. Aber es ist noch etwas anderes. Kunst ist etwas Tödliches. Ich glaube, Spinell ist eine Art Mörder. Die Dame kommt ja in dieses Sanatorium, weil sie angeblich nichts Schlimmes hat. Sie hat nur ein kleines Leiden. Sie gehört nicht zu denen, die dort zum Tode bestimmt sind. Aber als alle anderen aus sind, auf einem Ausflug, da auf einmal richtet sie Spinell durch die Kunst zugrunde. Ja, Kunst sie singt sich, sie singt sich sozusagen zu Tode. Und das finde ich, sie spielt Klavier, aber sie singt sich dadurch, ja, ihre Seele haucht sie aus. Große Kunst ist tödlich, nicht? Denn die Kunst des Spinell ist nicht tödlich. Nein. Der hat einen einzigen Roman geschrieben und der ist tödlich langweilig, nicht? Also der hat noch niemanden. Vielleicht, ja, aber wie gesagt, er ist ein komischer Held. Und insofern hat er fast was, Entschuldigung, von einem Zeitgenossen von Thomas Mann. Er ist fast ein Kafka-Figur, der Spinell, in gewisser Weise. Ja. Denke ich. Also, ich bin nicht ganz der Ansicht, in diesem einen Punkt von Frau Rasisch, im Allgemeinen bin ich völlig damit einverstanden, was sie sagte, aber dass die Figur des Spinell so böse ironisch von Thomas Mann gesehen wird, scheint mir nicht ganz richtig. Ich glaube, Karasek, mir steht näher der Standpunkt in dieser Sache von Karasek. Der Spinell ist der Typ des Künstlers. Natürlich, des Künstlers, der nichts erreicht hat, aber der an seiner Literatur, der schreiben möchte, leidet. Es gibt da einen berühmten Satz in dieser Novelle, der immer wieder zitiert wird, meist falsch. Wenn jemand zugeschaut hätte, wie er den Brief schrieb, der Spinell, könnte er zu der Ansicht kommen, dass ein Schriftsteller ein Mensch ist, dem das Schreiben schwerer fällt als allen anderen Menschen. Das ist nicht böse. Das ist sehr verständnisvoll, eigentlich. Aber was ist eigentlich Tristan in einem Wort? Eine Liebesgeschichte. Eine reine Liebesgeschichte. Nur, wie oft bei Thomas Mann, die Liebe wird nicht vollzogen. Die Liebe ist eine Vision des Spinell, der sich die Geliebte vorstellt, der sich diese Liebe vorstellt, der dabei sitzt, wie sie den das
Was ist das für ein Grund? So ja, es ist ein Roman über Menopause und ja, den Betrug ja. darüber. Aber wie gesagt, der Tod in Venedig, den habe ich zur selben Zeit gelesen und muss jetzt noch etwas sagen. Es gibt zwei Tode in Venedig. Es gibt diesen wunderbaren Film von Visconti, ja. der Thomas Mann gleichzeitig erfüllt und verfälscht. Und als ich Viscontis Film gesehen habe, habe ich gemerkt, dass Mahler eines der Muster für diese, der macht ja aus dem Schriftsteller einen Warum Musiker. Verfälscht? Was verfälscht? Ja, es gibt einen Musiker statt einem Schriftsteller. Frau Mann hat sich ja beschwert, bei, dass das nicht so war, dass Taccio nicht so war. Aber Viscontis Film ist eine der kongenialsten Literaturverfilmungen, die ich kenne. Und ich habe durch Visconti Mahler und Thomas Mann lieben gelernt. Thomas Mann war auf einmal nicht nur an Wagner gebunden, sondern auch an Mahler. Und Mahler war ja in der Tat ein Muster für die Figur, der 1911 gestorben ist. Und Thomas Mann vermerkt das ja. Ich muss sagen, zu der Zeit, wo ich den Tod in Venedig zum ersten Mal las, gab es noch nicht die Tagebücher. Und wir haben Thomas Mann erst dadurch verstanden, dass wir die Tagebücher nachher gesehen haben und gesehen haben, dass das auch sein großes Coming-out ja. als homosexueller Autor ist. Naja, damit genug also, als ja. erstes. Dass die große Überraschung der Tagebücher, dass er bisexuell war, mit ganz deutlichen homoerotischen Neigungen und Interessen, war ja eine Überraschung für diejenigen Leser, die nie den Tod in Venedig gelesen haben. Beim Tod in Venedig konnte man nicht zweifeln, worum es geht. Nun folgendes. Hier hat etwas gesagt, was mir missfallen hat, mein Freund Gernhardt. Er hat gesagt, Vorbild des Spinell war der Autor Arthur Hollinger. Das stimmt, haargenau. Nur, das geht mich nichts an. Heute weiß kein Mensch, wer Arthur Hollitzer war. Die Philologen schreiben darüber, aber die sollen uns das Vergnügen an der Figur Spinell nicht verderben. Herr Reich-Walitzki, ich spreche als Künstler und beurteile Thomas Mann auch als Künstler. Und was er aus dem Lebensstoff macht, das interessiert mich schon. Was man alles aus aber relativ das ist das Resultat. Das ist der Resultat. Ich will Ihnen sagen, warum ich darauf zu sprechen ja. komme. Denn wir haben ja das ja. Thema schon abgeschlossen, mhm. Tristan. Ja. Hier gibt es eine Sache beim Tod in Venedig, die man doch erwähnen muss, weil ja. Thomas Mann es selber gesagt hat. Nämlich, er wollte die Liebe Goethes zu Ulrike von Levitzow schildern. Ja. Und aus Goethe hat er, nicht zum letzten Mal, sich selber gemacht. Er ist ja der Goethe zur Hälfte Thomas Mann in dem späteren Roman. Entschuldigung, wollte er Goethe nicht parallel? Er wollte noch eine Novelle über Marienbad schreiben, ja, die ja. parallel zu... Naja, aber jedenfalls aus dem Mädchen Ulrike von Levitzow hat er den Knaben Taggio ja, aber gemacht. Das Leben hat es so gefügt, dass er diesen Knaben getroffen hat und er hat alles, was in dieser Geschichte steht, das hat er ja selber gesagt, hat er erlebt. Nicht? Das ist immer nicht? Bei ihm so. Das ist immer, ja, aber je älter wir ja. werden, desto mehr erfahren wir, was Thomas Mann alles, ich meine, alles in den Buddenbrooks ist ja so wenig erfunden. Er hat unendlich viel gefunden. Ich möchte noch eins sagen, er ist... Er ist nicht alleine nach Venedig gefahren, er war mit Frau und Bruder in Venedig. Ja. Ja. Er war nur eine Woche in Venedig. Das genügte, um all diesen Stoff anzusammeln, damit er diese Geschichte schreiben ja. konnte. Und das finde ich, mit Verlaub gesagt, als Künstler eine sehr ökonomische Haltung. Ja, er war in Davos zwei Wochen und hat einen ganzen Zauberberg darauf gemacht. Ja, aber er hat natürlich seine Motive auf diese Wirklichkeit, die er da erlebt hat, draufgestülpt, weil diesen Aschenbach, den kennen wir natürlich. Das ist der altgewordene Tonio Kröger. Das ist ein bisschen sogar auch noch dieser lustige Spinell. Weil es ist ein eigentlich impotenter Künstler. Es ist ein Künstler, Thomas, Entschuldigung. Es ist Thomas Mann als Künstler, der bereits der Nation als Vorbild, ja, als Präzeptor, der seinen Ruhm hat. Seinen Ruhm verwaltet, aber der Preis für diesen Ruhm war sozusagen der Eros, war das Leben, war alles das, was dann in dem Vorbild für den Tod in Venedig ja bei Nietzsche steht, ist das Dionysische. Ja, ja. Also die Geburt der Tragödie war ja eine ganz wichtige Schrift, die ja, ja auch ausgebeutet wurde im Tod in Venedig. Und es ist eben im Grunde letztlich auch wieder die Figur, mit der er sein ganzes Werk über gehadert hat. Der Künstler, der sich nur der Schönen Form
verschrieben hat und den Eros nicht integrieren konnte in dieses Kunstmodell, in dieses Lebensmodell. Das ist der Künstler, der durch sein ganzes Werk geht. Und was jetzt aber wichtig ist, und was wichtig ist, ist die Sprache. Sie haben gesagt, es ist so, man muss da die Mythologie bemühen. Er hat ja versucht, eine aschenbachische Kunstsprache zu schreiben. Also es ist eine ganz stilisierte, zum Teil finde ich wunderschöne, musikalische, also es ist eigentlich ein Deutsch, was sozusagen in, im Seidenpyjama geht. Ja, so edel ist es. Wartet nur, lasst mich doch mal ausreden, meine Lieben. Und andererseits finde ich, das muss ich schon auch hier in diesen heiligen Hallen sagen, ich finde es zum Teil auch unerträglich gestelzt. Und das ist wirklich die Spannung, wo man nicht die Sprache, diese stilisierte Kunstsprache ist so gestelzt und so edel, dass sie für mein Ohr zum Teil grenzt sie an den Kitsch. Und nicht so genau. Wollte er damit, man redet ja bei Thomas Mann immer so von dem höheren Abschreiben, wollte er damit diesen Künstlertypus Aschenbach und Co. eigentlich parodieren? Oder wollte er sich selber als diesen repräsentativen, national beachteten Künstler mit dieser Sprache nach Deutschland einschreiben? In dieser Spannung steht das. Das ist eine wichtige Frage. Sie werden Sie sicherlich gleich was sagt der Künstler? Was sagt der Künstler sagt, der Thomas Mann war 35, als er das schrieb, und er hat einen 50-jährigen Künstler beschrieben. Nicht? Und diesen 50-jährigen Künstler hat er all die Werke unterstellt, die er selber nicht auf die Reihe gebracht hat. Also die Maya und Kunst und Geist, den Essay. Die hat er schreiben wollen, die hat er alle diesem Künstler unterschoben. Und das ist, finde ich, eine sehr interessante Haltung. Also er hat sich hineinprojiziert, empathisch nehme ich an, in einen 15 Jahre älteren Mann und hat ihn dann also auch noch sterben lassen mit seinem ganzen nicht geschriebenen Arbeiten. Ja. Das ist auch ein Abservieren der höheren Art. Aber er hat sich natürlich auch selber sozusagen auf die Finger gehauen. Er hat gesagt, wenn ich dem Dionysischen nachgebe, dann werde ich zugrunde gehen. Dann werde ich in diesem Sumpf, es kommen immer wieder diese modrigen Worte, dann werde ich da ertrinken. Was sagt Katja über diesen Besuch in Venedig? Ja, dieser kleine polnische Junge hat ihm gut gefallen, der war ganz hübsch. Es hat sie gar nicht gestört, weil er gar nicht aus dem Häuschen war. In der Novelle ist er völlig aus dem Häuschen. Er steht an der Türschwelle, hält den Kopf dagegen und haucht, ich liebe dich dagegen. Also ein völlig schwachsinniger Liebesausbruch, aber sehr anrührend. Und er stirbt dafür. Und was bleibt übrig, wenn er stirbt? Ein Fotoapparat in den Dünen, der das wahrscheinlich nicht aufgenommen hat, von dem aber Thomas Mann hofft, dass es vielleicht noch aufnimmt. Ja, wenn ich hier etwas hinzufügen darf. In dieser Novelle gibt es einen Augenblick, den ich für einen der Höhepunkte der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts halte. Einen genialen, entscheidenden Augenblick, entscheidend auch für das ganze Werk von Thomas Mann, aber überhaupt für die Literatur im 20. Jahrhundert. Es geht Aschenbach hinter dem Taggio her. Einige hat ihn zufällig, er hat ihn schon mehrfach gesehen, jetzt geht er hinter ihm her, völlig verliebt, er denkt an die Liebe mit diesem Jungen und er nähert sich ihm. Er ist schon so nah, dass er ihm die Hand auf die Schulter legen kann. Das ist der große Augenblick der Literatur im 20. Jahrhundert. Er kann die Hand auf die Schulter legen, aber er tut es nicht. Er hat Angst. Er hat Angst vor einer einzigen Sache. Der Junge, er will ihn ansprechen. Er überlegt sich, das ist ein polnischer Junge. Er wird ihn französisch ansprechen. Er erwägt einige Wendungen, die er vielleicht da sagen wird. Er will die Hand hinlegen, aber er zittert. Der Junge wird sich umdrehen, wird irgendwas Vulgäres, Ordinäres sagen. Der Traum wird vorbei sein, der ganze Rausch. Die panische Angst vor der Realität, das ist ein ganz großes Motiv der Erotik im 20. Jahrhundert und ganz besonders bei Thomas Mann. Ich finde diese Stelle, wo er die Hand auf die Schulter ihm legen will und im letzten Augenblick ängstlich darauf verzichtet, das ist der Höhepunkt dieser Novelle, einer ganz großen Liebesgeschichte wie Tristan. Das war ja ein Erotiker, Thomas Mann. Und das haben auch ein verhinderter Erotiker. Ein verhinderter Erotiker. Ein sublimierender Erotiker. Ja, ein verhinderter Erotiker. Ich meine, so einfach ist das wieder nicht. Er hat ja schließlich...
Ja. Wenn Sie vielleicht einen Augenblick zuhören. Ja. Augenblick. Er hat ja große Liebesgeschichten mit jungen Herren und Knaben erlebt. Dass sie nicht realisiert wurden, ist eine andere Sache. Es war wie mit Aschenbach. Er hat die Hand auf die Schulter legen wollen. Und Angst davor. Wir haben gerade das Thema verhinderte Erotiker noch etwas vertieft. Wenn ein Erotiker Erotik praktiziert, dann ist er echt schon ein Sexist. Nicht? Also da muss man aufpassen. Also, ich meine, wir wollen ja nicht so übertreiben, dass in seiner ganzen